erfahrene Parteitagsgänger wissen das, dass das alles immer ein bisschen hinzieht. Ich würde trotzdem ganz gerne jetzt anfangen. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Wahlkampfveranstaltung hier in der Stadthalle Aalen, in der sehr gut besuchten Stadthalle Aalen. Ich habe die Liste gehabt, über 350 interessierte Bürger und Bürgerinnen, die sich hier heute hier sind. Das freut mich außerordentlich. Es waren auch ein paar bunte Menschen draußen, die haben Sie auch eben gesehen, aber ist ja okay. Ja, für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Christian Blex, ich bin Sprecher des hiesigen Kreisverbandes und ich bin seit dem 1. Juni, vertrete ich Ihre Interessen im Landtag in Düsseldorf. Das vielleicht auch noch mal an die Vertreter der WN, die nämlich vor einem Monat die gesamten AfD-Abgeordneten aus Westfalen einfach ihrer Leserschaft unterschlagen haben. Kann ja mal vorkommen bei, wie nennt man das, Lückenpresse? Meine Damen und Herren, wir sind heute hier, weil Deutschland, unser Vaterland, am 24. September vor schicksalhaften Wahlen steht. Am 24. September wird es mit dem Einzug der Alternative für Deutschland seit langer Zeit wieder eine Opposition zur Gesinnungspolitik des Altparteienkartells im Deutschen Bundestag geben. In allen wesentlichen Punkten haben sich alle anderen Parteien schon lange den grün-bessermenschlichen Denk- und Meinungsverboten unterworfen. Sei es die willfährige Unterstützung der widerrechtlichen Asyleinwanderung durch vollkommen kulturfremde junge Männer, das Übertragen wesentlicher Elemente unserer nationalen Souveränität an eine undemokratische, supranationale Brüsseler Organisation, das Bekämpfen unserer Familien durch die Gender-Mainstreaming-Ideologie oder die Unterwerfung unter die Öko-Ideologie entgegen jeglicher naturwissenschaftlicher und technischer Fakten. Und dies erleben wir jetzt gerade aktuell beim angeblichen Dieselskandal, der ja in Wahrheit ein Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie ist. Und weil Deutschland so dringend eine Opposition braucht, werden wir bekämpft und diffamiert, werden unsere Wahlplakate abgerissen und Wirte bedroht, uns keine Räume zur Verfügung zu stellen. Doch wir werden das erfolgreich durchstehen. Denn uns geht es nicht darum, schnell ein Ministerpöstchen zu bekommen oder uns an den Futtertrögen der Macht bequem zu machen. Uns geht es um die Zukunft unserer Kinder, unserer Kultur und unseres Landes. Und genau aus diesem Grunde ist die AfD in einer linken Republik naturgemäß eine rechte Partei. Wie soll es eine Alternative zu den politisch korrekten, deutschlandzerstörenden Kartellparteien in der sogenannten Mitte geben, wo diese linkslastige Mitte doch von genau diesen Kartellparteien und der ihnen hörigen Presse definiert wird? Meine Damen und Herren, mit Ihrer Hilfe wird die AfD erfolgreich in den Bundestag einziehen. Mit Ihrer Hilfe hat Deutschland wieder eine echte Oppositionspartei, die dazu beiträgt, die Auswüchse der 68er Kulturrevolution dahin zu befördern, wo sie hingehören, auf dem Müllhaufen der Geschichte. Ja, und bevor ich nun zu den Haupträdern des Abends übergebe, möchte ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Wir möchten Ihnen auch in Zukunft weiterhin die Gelegenheit zur politischen Information geben. Die Stadthalle ist allerdings für den Kreisverband nicht so günstig. Und deshalb möchte ich Sie bitten, hier vorne haben wir Sparschweine stehen, die ich gleich rumgeben werde, sich vielleicht an den Kosten, wer kann, zu beteiligen. Sehen Sie das als im Gegensatz zur Zwangsfinanzierung der Staatsmedien als echte Demokratieangabe, Abgabe einfach an. Ja. Gut. Ja, dann war es das von mir auch schon. Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Herrn Dr. Gauland
einen der Spitzenkandidaten der Alternative für Deutschland zur Bundestagswahl hier haben. Herr Dr. Gauland ist seit der Landtagswahl 2014 Fraktionsvorsitzender in Brandenburg und er ist Alterspräsident im Landtag Brandenburg. Ja, Herr Dr. Gauland, Sie kommen die Treppe hoch. Ich freue mich außerordentlich auf Ihre Rede. Danke, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ich habe noch gar nichts gesagt. Und vielleicht klatschen Sie dann am Ende doch nicht mehr, wenn ich erst geredet habe. Ich denke, ich darf sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen. Und ich bin stolz und glücklich, in Westfalen zu sein. Denn ich weiß, die Westfalen sind nicht immer so ganz glücklich in Nordrhein-Westfalen gewesen. Ja, da gibt es ja hier auch eine ganz berühmte Tradition, das Königreich Westfalen unter König Lustig. Lang ist's her, aber da waren sie noch selbstständig. Naja, selbstständig unter Napoleon, das war auch ein komischer Begriff. Aber da war Westfalen sozusagen, hatte eine eigene Identität. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier in den Saal gucke, die eigene Identität haben Sie behalten und behauptet, auch in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freunde, das ist ein Stichwort. Die eigene Identität, die Selbstbehauptung des eigenen, das ist heute das Problem, weshalb es die AfD gibt. Weil uns, es ist schon angeklungen, unsere Regierenden vormachen wollen, dass wir dieses Deutschland abschaffen können, dass wir es ersetzen sollen durch eine Menschenmenge von Zugewanderten aus fremden Erdteilen, die uns allmählich dieses Deutschland wegnehmen sollen. Und wir von der AfD wollen das nicht. Wir wollen unsere deutsche historische Identität behalten, ob in Bayern oder in Westfalen. Liebe Freunde, noch immer kommen monatlich 13.000 Flüchtlinge. Und nur der geringste Teil davon ist politisch verfolgt. Unser Asylrecht ist längst zum Einwanderungsrecht für Armutsimmigranten geworden. Und obwohl ich Herrn Schulz selten Recht gebe, wenn er sagt, ja, diese Politik gehört in den Wahlkampf, die Flüchtlingskrise ist nicht behoben und Frau Merkel hat es nicht geschafft, hat er Recht, auch wenn er Schulz heißt und von der SPD ist. Da hat er jedenfalls Recht. Unser Asylrecht, ich habe es gesagt, ist zum Einwanderungsrecht geworden. Oder wie ein bekannter Bevölkerungswissenschaftler ausdrückt, wir sind offen für Versorgungssuchende aus aller Welt und unsere Regierung, an der Spitze die Bundeskanzlerin, finden das auch noch toll. Im Jahre 2015 haben allein knapp 500.000 Leute bei uns Asyl beantragt. Im Jahre 2016 waren es knapp 600.000. Das hat nichts mehr mit Verfolgung zu tun. Denn das Asylrecht ist nach 1945 in unsere Verfassung gekommen aus den Erfahrungen des Dritten Reiches. Es ist nicht in die Verfassung gekommen, um eine Völkerwanderung in Gang zu setzen.
Und liebe Freunde, unser Land verändert sich. Ich will keine Zahlen groß aufführen. Dass die Kriminalität steigt, ist hier sichtbar, ist in Rheinland sichtbar, ist bei uns in Brandenburg als Grenzkriminalität sichtbar. Und den Terror erleben wir alle. Aber das Land verändert sich auch. Überall, wo ich hinkomme, kommen nach Veranstaltungen Menschen zu mir und sagen, wir trauen uns gar nicht mehr, abends irgendwo auszugehen. Wir trauen uns nicht mehr, früh in der S-Bahn oder U-Bahn, also Berlin, zu fahren. Die Menschen sagen, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Und liebe Freunde, das ist genau diese schleichende Veränderung des Landes, die wir erleben. Das mag in Kleinstädten in Westfalen nicht so stark sein wie in Großstädten im Rheinland oder in Berlin oder in Frankfurt. Aber es ist überall spürbar. Denn anders als uns die Bundesregierung immer wieder neu vormacht, ist sie eben nicht in der Lage, mit diesem Flüchtlingsstrom umzugehen. Sie hat es nicht geschafft, diejenigen abzuschieben, die nicht hierher gehören. Und das Schlimme an dieser Entwicklung ist, dass wir uns allmählich daran gewöhnen. Erinnern Sie sich noch an die ersten Anschläge? Charlie Hebdo, Würzburg, Ansbach. Entsetzen, Sturm der Entrüstung. Denken Sie mal an Barcelona. Ja, furchtbar. Wir sind bei den Opfern. Wir wollen nicht unsere Werte verlieren. Das war alles. Müde reagierten die Politiker. Wir gewöhnen uns an eine Veränderung unseres Landes und das will die AfD nicht. Terror ist nicht Teil unseres Lebens. Und liebe Freunde, es wird uns ja auch eingeredet. Schon bei den ersten Terroranschlägen kamen Psychologen im gebührenbezahlten Fernsehen und sagten uns, ja, ihr müsst jetzt mit dem Terror leben lernen, ihr müsst das aushalten. Und dann kamen solche Leute wie Herr Schäuble und sagen, das ist nun mal die Folge offener Grenzen. Liebe Freunde, auch vor der Wiedervereinigung gab es in Westeuropa offene Grenzen. Es gab keinen Terror und deswegen ist... Und deswegen ist es Unsinn, wenn man uns sagt, offene Grenzen sind sozusagen die Folge unseres Handels und der Terror ist auch Folge unseres Handels. Oder wie Herr Schäuble, wenn auch vorsichtiger formuliert, sagt, wenn man Waren überall hin verkaufen will, muss man eben auch fremde Menschen aufnehmen. Da bekommt man eben auch manche ins Land, die dann nicht so gut zu uns passen. Nein, liebe Freunde. Jeder Nationalstaat hat das Recht, seine Grenzen zu verteidigen, sein Staatsgebiet zu verteidigen und sein Staatsvolk zu verteidigen. Und genau das wollen wir auch. Aber liebe Freunde, die Regierenden tun alles, und das wissen wir ja, diese Politik, die ich für schädlich, für volksschädlich halte, als alternativlos darzustellen. Und das machen sie damit, dass sie selbst andere Staaten zwingen wollen, diese Flüchtlinge, die Frau Merkel eingeladen hat, mit ihren Selfies aufzunehmen. Vertragsverletzungsverfahren heißt sowas im EU-Bürokratendeutsch und bedeutet, die Ungarn, die Tschechen, die Slowaken, die Polen, die Esten, die Letten und die Litauer sollen gezwungen werden, genauso wie wir, in einem multikulturellen Brei aufzugehen. Aber die Osteuropäer haben eine stolze Vergangenheit und die sagen, wenn Frau Merkel diese Flüchtlinge einlädt, soll sie gefälligst mit ihnen alleine umgehen. Wir wollen bleiben, was wir sind. Ungarn, Esten, Polen, Litauen. Und liebe Freunde, die haben ja auch recht. Jeder Flüchtling kommt aus einem sicheren Drittstaat.
dass wir mal Regelungen hatten, dass Menschen, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, bei uns überhaupt kein Asylrecht haben, wird inzwischen vom Tisch gewischt. Wie inzwischen der ganze Rechtsstaat vom Tisch gewischt wird. Liebe Freunde, es ist ein Irrsinn. Rein kommt man ohne Papiere. Aber wenn man rausfliegen soll, heißt es, jetzt müssen wir erstmal Papiere besorgen. Was ist das für eine Logik? Und liebe Freunde, ja, ein mutiger, kluger österreichischer Außenminister hat die Balkanroute geschlossen. Zum Entsetzen von Frau Merkel, die behauptet, das kann man nicht machen. Der hat das mit mazedonischen Dorfpolizisten hinbekommen, die er sozusagen in Österreich noch aus der alten Habsburger Monarchie eine bestimmte Beziehung zu Österreich haben. Er hat das hinbekommen, von dem Frau Merkel uns Deutschen einreden will, die Grenzen sind nicht zu schützen, ihr müsst diese Menschen aufnehmen oder wie sie zynisch sagt, die sind nun mal da. Aber liebe Freunde, jetzt kommen Sie übers Mittelmeer. Und da kommt dieselbe Situation auf. Diese Menschen aus Schwarzafrika kommen freiwillig durch Libyen, erreichen das Mittelmeer, werden von unseren Nichtregierungsschleuserorganisationen aufgenommen und nach Italien verbracht. Und wenn wir dann fordern, was völlig normal und richtig ist, verdammt nochmal, die Reste der Flotten der europäischen Staaten sollen gefälligst diese Leute zwar aufnehmen, aber dahin zurückbringen, wo sie selber freiwillig hergekommen sind. Da wird plötzlich gesagt, das geht nicht, denn in Libyen werden die Menschenrechte verletzt. Nun sind diese Menschen freiwillig durch Libyen gezogen. Da hat kein Mensch nach der Menschenrechtsverletzung gefragt. Wenn aber gesagt wird, wo ihr herkommt, sollt ihr auch hin zurückkehren. Da heißt es plötzlich, das geht überhaupt nicht. Das ist menschenrechtlich unmöglich. Was ist das für ein Irrsinn? Den Weg, den die Leute gegangen sind, haben sie gefälligst zurückzugehen. Wir wollen sie hier nicht haben. Liebe Freunde, bis zu welchem Irrsinn diese Politik reicht, nur ein Beispiel aus Brandenburg. Im Jahre 2004 stellte in Brandenburg ein Kameruner einen Asylantrag. Er hatte keinen Pass und keine Identität. Zwischen 2004 und 2013 wurde er 19 Mal aufgefordert, seine Identität preiszugeben, sich um einen Pass zu kümmern und deutlich zu machen, wo er herkommt und wer er ist. Er hat es bis heute nicht getan und der Mann bezieht auf Kosten Brandenburgs heute noch Sozialhilfe. Das ist Irrsinn, aber keine Politik. Und liebe Freunde, unsere Medien sind ja immer schnell bereit, sozusagen das Elend dieser Menschen darzustellen. Erinnern Sie sich noch an diese nepalesische Schülerin, die aus einem bayerischen Fachschule oder Fachoberschule von der Polizei herausgeholt wurde und dann mit ihrer Familie ins Flugzeug gesetzt wurde. Nun will ich gern zugeben, ob es klug ist, ein Mädchen aus der Schule zu holen vor allen Schülerinnen, habe ich auch meine Zweifel. Aber was erst viel später rauskam, die Eltern dieses Mädchen aus Nepal, wo im Übrigen überhaupt kein Bürgerkrieg stattfindet, haben in diesem Land 14 Jahre lang den Staat betrogen. Sie haben ihre Identität verfälscht, sie haben ihre Pässe weggeworfen. Sie haben 14 Jahre alles getan, dass sie hier bleiben konnten, obwohl sie keinerlei Anspruch auf Asyl hatten.
Und da muss ich sagen, ist es gut, dass die Polizei endlich sagt, Schluss und in den Flieger. Aber was ist die Folge? Weil einige in der Gesellschaft das nicht ertragen können, ist die Familie wieder da. Die haben sie wieder zurückgeholt. Das ist Irrsinn und das muss aufhören. Die Gesellschaft muss sich wehren. Denn, liebe Freunde, wir sind nicht die schon länger hier Lebenden. Wir sind das deutsche Volk. Frau May, die britische Premierministerin, hat vor kurzem gesagt, wer nur im Irgendwo lebt, lebt im Nirgendwo. Und da hat sie völlig recht. Wir wollen unsere Wurzeln behalten in diesem Land und wir wollen dieses Land und diese Heimat behalten und sie nicht Fremden überlassen. Liebe Freunde, Sie gucken jeden Tag in die Zeitung und jeden Tag finden Sie Hohn und Spott über Präsident Trump. Nun will ich gern zugeben, wenn einer neu in der Politik ist, hat er nicht immer nur Erfolge. Aber es ist schon merkwürdig, wie Medien in diesem Lande reagieren. Es gibt eine unabhängige Untersuchung, die hat festgestellt, dass Trump in diesem Lande von unseren elektronischen, von Ihnen bezahlten Medien heftiger kritisiert wird als seine Feinde bei Washington Post und New York Times. Er wird heftiger kritisiert, verachtet und es wird heftiger und kritischer mit ihm umgegangen als überall. Und, liebe Freunde, wie weit das gehen kann, vorgestern konnten Sie in der Welt einen berühmten Journalisten lesen, der ernsthaft behauptete, Trump ist ein Vampir. Ja, liebe Freunde, das ist politische Meinungsmache vom Übelsten. Denn, liebe Freunde, Trump mag Fehler gemacht haben. Aber er hat etwas gemacht, das den Regierenden bei uns wahnsinnig auf die Nerven fällt. Er hat gesagt, ich habe meinen Wählern versprochen, die islamische Einwanderung zu reduzieren. Und das werde ich versuchen durchzusetzen, bei allen Schwierigkeiten mit der amerikanischen Verfassung. Das, liebe Freunde, ist eine andere Haltung als vor der Wahl was versprechen, danach nichts machen und dann sagen, wie es unsere Eliten tun, da kann man nichts machen. Und vielleicht noch den Rat geben, wie Herr Schäuble, das ist schon eine Zeit länger her, uns gegeben hat, wir sollten uns gefälligst mit den jungen Muslimen paaren, sonst würden wir degenerieren. Was sind das für Eliten? Was sind das für Regierende, die auf unser Volk den Eid geschworen haben? Das muss anders werden. Die müssen abgelöst werden. Die Gefahren, liebe Freunde, liegen auf der Hand. Aus dem Islambogen Afrikas könnten nach Bevölkerungswissenschaftlern bis zu 240 Millionen nach Europa drängen und 2050, so wird ausgerechnet, sind es 1,1 Milliarden Menschen. Jeder Migrant kostet 13.000 Euro, das sind 130 Milliarden im 10. Jahr. Das ist die Bereicherung, von der Frau Göring-Eckardt spricht. Und, liebe Freunde, nun sagt unsere Kanzlerin, naja, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen, wir machen jetzt alles besser. Vor zwei Tagen konnten Sie Folgendes in der Bild-Zeitung lesen. 390.000 Syrer dürfen ihre Familien nachholen im Jahre 2018. Wenn Sie die Familie nur mit 4 Kindern rechnen, können Sie ausrechnen, dass wieder über 1 Million ins Land kommt. Und das ist offizielle Politik der Bundesregierung.
diese Bundesregierung gehört abgewählt. Liebe Freunde, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ja, auch Syrer haben Schutz nach der UN-Flüchtlingskonvention vor Krieg und Verfolgung in diesem Land. Das soll auch so bleiben. Nur wenn sie die Familien nachholen, weiß ich doch genau, was passiert. Da fangen sich an, einige zu integrieren, ist ihnen ja auch nicht übel zu nehmen. Und dann kommen alle gesellschaftlichen Kräfte, die wir kennen. Die Kirchen fangen an. Dann kommen die Grünen, die Sozialdemokraten, die deutsche Industrie und die Gewerkschaften und sagen, die Menschen müssen wir hier lassen, die sind ja so gut integriert, die dürfen wir nicht mehr zurückschicken. Das ist das Fatale, dass der Staat nicht den Willen hat, den vorläufigen Schutz zu gewähren und dann zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt baut euer Land auf. Liebe Freunde, der amerikanische Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman hat mal gesagt, man kann nur eine Sache haben, entweder offene Grenzen oder einen Sozialstaat. Frau Merkel will uns und euch einreden, man kann beides haben und wir können das Geld drucken und wir können die 130 Milliarden sozusagen mit links aufbringen aus der Portokasse. Das ist Betrug an uns allen, an den Wählern und am deutschen Volk. Aber liebe Freunde, was wirtschaftlich nicht geht, geht auch kulturell nicht. Wenn Sie sich das Abstimmungsverhalten der Deutsch-Türken über die Erdogan-Verfassung angucken, dann müssten doch alle die, die für die Integration zuständig sind, sich verstecken oder rote Ohren kriegen. 69% der Deutsch-Türken haben für Erdogans Verfassung gestimmt. Sie leben unter dem Schutz des Grundgesetzes. Sie leben unter dem Schutz deutscher Gesetze und sagen dann in der Abstimmung, lieber wollen wir eine Verfassung haben wie die, die Herr Erdogan vorschlägt. Liebe Freunde, und wenn ich dann sagen würde, und das sage ich auch, dass diese Menschen in Anatolien besser aufgehoben worden wären, dann habe ich recht, denn sie passen nicht hierher. Liebe Freunde, es kann keine doppelte Loyalität geben. Man kann in unserem Europa vielleicht Holländer und Deutscher sein. Und ich weiß, dass das schon schwierig ist, weil die Holländer mit uns sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber was man nicht sein kann, ist Deutscher und Türke. Deswegen gehört der Doppelpass auf den Misthaufen der Geschichte. Aber, liebe Freunde, jetzt komme ich oder muss ich kommen zu einem Thema, was mich nun besonders berührt. Wir haben ja eine Ausländerbeauftragte. Und diese Ausländerbeauftragte sagt, die Regeln des Zusammenlebens zwischen Deutschen und Ausländern müssen täglich neu ausgehandelt werden. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ob Kinderehe, ob Gleichberechtigung der Frau, gelten nicht mehr die deutschen Gesetze, nicht das Grundgesetz, sondern ihr müsst täglich neu mit diesen Menschen aushandeln und ihr müsst unter Umständen auch eure Kultur, eure Traditionen aufgeben und euren Rechtsstaat. Wollt ihr das wirklich? Aber, liebe Freunde, diese Frau sagt noch etwas anders. Sie sagt nämlich,
Eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache ist schlicht nicht identifizierbar. Liebe Freunde, das habe ich zum Anlass genommen, und manche werden die Sendung gesehen haben, sehr deutlich zu sagen, dass die Frau mit diesen Ansichten, auch wenn sie einen deutschen Pass hat, auch wenn sie in Hamburg geboren ist, zu diesem Volk und in dieses Land nicht gehört. Und liebe Freunde, da habe ich ein Wort gebraucht, das die Republik mir um die Ohren gehauen hat. Ich habe davon gesprochen, dass man sie nach Anatolien entsorgen sollte. Liebe Freunde, das Entsorgen war bestimmt nicht gut. Aber die Heuchelei, die die Kritiker an den Tag legen, dafür will ich euch gern ein Beispiel geben. Am 12.11.2012 hat Herr Gabriel, der sich nicht genug tun konnte, mich einen Hetzer zu nennen, gesagt: Nach der grünen Urwahl zeigt sich Sigmar Gabriel zuversichtlich für einen Regierungswechsel im kommenden Jahr. Und er sagt weiter: Es gelte jetzt das gemeinsame Ziel von SPD und Grünen, nicht nur die Regierung Merkel abzulösen, sondern rückstandsfrei zu entsorgen. Das sind die Heuchler, die mir Entsorgen vorwerfen. Während ich nur über einen Menschen gesprochen habe, ist der frühere SPD-Vorsitzende, will gleich ganze Kabinette entsorgen. Ist das nicht menschenfeindlich? Ist das nicht verächtlich? Ist es wirklich so, dass wenn ein AfD-Politiker ein Wort verwendet, dann ist es von vornherein menschenfeindlich? Und wenn ein sozialdemokratischer Politiker das Wort verwendet, dann ist es die demokratische Debattenkultur. Was seid ihr für Heuchler von der SPD? Und liebe Freunde, der SPD-Politiker Johannes Karth hat getwittert: Dieser Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand. Da ich jetzt nicht wegen Beleidigung angeklagt werden will, frage ich Herrn Karth: Was ist denn er und was ist denn Herr Gabriel? Denn auch Herr Karth hat davon gesprochen: Wir wollen ja alle die Merkel entsorgen. Alles pure Heuchelei. Lasst euch nicht einreden, dass diese AfD menschenfeindlich ist. Menschenfeindlich sind die anderen. Liebe Freunde, deshalb steht für uns von der AfD fest, da es kulturell nicht zusammenpasst, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Und da berufe ich mich wieder auf einen sehr großen, den iranischen Revolutionsführer Khomeini. Denn der hat mal formuliert: Denn der Islam ist entweder politisch oder er ist nicht. Und eben diesen politischen Islam brauchen wir in diesem Lande nicht. Und liebe Freunde, was Islamisierung wirklich heißt, auch ein kleines Beispiel aus Brandenburg. Da ist vor kurzem
ein Urteil in Cottbus gesprochen worden. Der Sachverhalt, Entschuldigung, war folgender. Ein junger Tschetschene war eifersüchtig auf seine Frau. Er tötete sie mit mehreren Messerstichen, warf sie dann aus dem Fenster, war das noch nicht genug der Abrechnung, rannte ihr nach und schnitt ihr zweimal die Kehle durch. Der ist in Cottbus nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlag verurteilt worden. Er bekam kulturellen Rabatt. Und da sage mir noch jemand, die Islamisierung habe noch nicht begonnen. Sie hat in diesem Lande schon begonnen. Und deswegen müssen wir dringend in den Bundestag, um das zu stoppen. Wie formuliert Herr Erdogan so schön? Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Gnade uns Gott, wenn die in diesem Land eine Mehrheit haben. Und um das Thema Integration abzuschließen, vor kurzem sind türkischstämmige Muslime befragt worden, was für sie wichtiger sei, die Befolgung der Gebote der Religion oder die Gesetze, also unsere Gesetze. Da waren 47% hielten die Befolgung der Gebote der Religion für wichtiger. Und dann wurden sie gefragt, in welcher Gesellschaft sie denn gern leben würden. Und da haben 32% gesagt, am besten in einer Gesellschaft wie zur Zeit Mohammeds. Das war deutsches Mittelalter. So viel zur Integration, für die diese Integrationsbeauftragte in der Bundesregierung steht. Das ist eine Schande. Die Deutschen waren immer weltoffen. Lasst euch nicht einreden, dass wir fremdenfeindlich sind. Die Deutschen haben im 17. und 18. Jahrhundert die Hugenotten aufgenommen. Sie haben im 19. Jahrhundert das Ruhrgebiet aufgebaut mit den katholischen Bergarbeitern aus Polen. Aber das waren Europäer. Das waren unsere Werte. Das waren Katholiken und Evangelische. Das ist eben etwas völlig anderes. Liebe Freunde, lassen Sie mich noch etwas sagen. Die AfD setzt sich ganz klar für direkte Demokratie ein. Man muss das Ergebnis des Brexit nicht für gut halten. Und ich persönlich hätte lieber die pragmatischen Briten dabei behalten. Aber dass die Briten das durften, dass sie über Grundfragen der Nation abstimmen durften, das haben sie uns voraus und das wollen wir auch. Wir alle wollen abstimmen. Und liebe Freunde, da werden wir immer auf die parlamentarische Demokratie verwiesen. Ja, da gab es mal große Debatten. Ich habe als junger Mann sozusagen Westrundfunk gehört und leidenschaftlich die Wiederaufrüstungsdebatte verfolgt. Heinemann, Dehler, Adenauer, später Ostpolitik, Brandt, Barzel, später die Nachrüstung, Schmidt. Ja, da gab es leidenschaftliche Debatten über die Grundfragen der Nation. Und da war das Parlament ein Resonanzboden für die Gesellschaft. Erinnern Sie sich an irgendeine Debatte über Flüchtlingspolitik? An irgendeine Parlamentsdebatte über diese NSE? NSE-Spionage-Affären. Erinnern Sie sich an irgendetwas über die Russland-Sanktionen? Überhaupt nichts. In diesem Parlament finden keine Debatten mehr statt, da alle einer Meinung sind und keine Alternative in der Politik wollen. Liebe Freunde, noch drei kurze Bemerkungen zur Außenpolitik. Nummer eins, ja, wir sind die Partei, die gegen den Euro ist. Wir wollen nicht zur D-Mark zurück.
aber wir glauben, dass der Euro politisch und wirtschaftlich falsch ist. Er mag uns wirtschaftlich, so hat es auch Herr Sarrazin ausgerechnet, weder schaden noch nutzen, aber er schadet den Südländern. Und damit entsteht ein politisches Problem. Man kann über verschiedene und um verschiedene Wirtschaftskulturen keine einheitliche Währung legen. Und die Folge ist etwas, was ich nicht mal Frau Merkel gönne, dass sie in Athen in Karikaturen mit dem Hitlerbärtchen gemalt wird, weil die Griechen das Gefühl haben, Frau Merkel bestimmt, wie sie zu leben haben. Das ist aber falsch. Das wollten wir nie. Wir sind sozusagen mit einem Euro verhaftet, der für die Südländer viel zu stark ist und der uns nichts weiter nützt. Deshalb sind wir als Partei auch weiter gegen den Euro in dieser Form. Und liebe Freunde, lassen Sie mich noch eine Bemerkung zu etwas machen, was Sie auch ununterbrochen in der Zeitung lesen. Wir brauchen einen europäischen Superstaat, der von Brüssel aus regiert wird, weil wir nur da stark und mächtig sind und gemeinsam kämpfen können, sozusagen im Wettbewerb mit Russland, Amerika und China. Liebe Freunde, lasst euch diesen Quatsch nie einreden. Immer in der Geschichte haben die kleinen, innovativen Einheiten gewonnen. Das kleine England gegen das große spanische Weltreich, die kleine Schweiz gegen Habsburg. Und denken Sie, heute nur noch ein Museumsstück, an das kleine Venedig, das die größte Handelsmacht Europas im Mittelalter war. Es ist nicht richtig, dass große Einheiten von vornherein richtig sind. Schnelle, bewegliche, innovative Einheiten, das ist richtig. Und schauen Sie heute nach Norwegen oder in die Schweiz. Da ist der Lebensstandard höher als bei uns und die leben nicht in der Europäischen Union. Allerletztes Wort zur Außenpolitik. Die AfD ist gegen die Russland-Sanktionen. Zwei klare Gründe. Die Sanktionen schaden uns, der russischen Wirtschaft. Sie bringen die Krim nie der Ukraine zurück. Deswegen haben Sanktionen keinen Sinn. Aber sie vergiften auch das Klima. Denn in der Wiedervereinigungsphase sind, nicht von uns, wir waren Objekt der Weltgeschichte, große Fehler gemacht worden. Ja, wir haben der Sowjetunion damals versprochen, die NATO nicht über die Oder auszudehnen. Wir haben dieses Versprechen gebrochen und wir haben Russland, ja, man kann schon sagen, mit NATO-Staaten umgrenzt. Ich will gern zugeben, dass das der Wille der osteuropäischen Staaten war. Aber wenn man im Völkerrecht oder in der Diplomatie einem Land etwas verspricht, dann kann man nicht, ohne es mitzunehmen, zu Veränderungen alles wieder umwerfen. Das stammt übrigens nicht von mir. Horst Teltschik, der Berater Helmut Kohls in all diesen Verhandlungen, den ich recht gut kenne, hat mir gesagt, ja, wir haben Gorbatschow das versprochen, was wir später nicht gehalten haben. Und davon ist die Folge, dass Putin heute eine Politik des Einsammelns russischer Erde vorantreibt. Das ist nicht völkerrechtsgemäß, das ist auch nicht richtig, das müssen wir auch nicht billigen, wir müssen es nur verstehen. Und nur wenn es uns gelingt, die Ost-West-Spaltung endgültig zu überwinden und Russland in eine europäische Friedensordnung einzubeziehen, nur dann haben wir die Chance, dass Europa wieder vollkommen zusammenwächst. Liebe Freunde, zum Abschluss noch ein Wort zum Wahlkampf. Der ist hart, der wird hart. Wir kriegen oft keine Versammlungssäle. Das ist hier eine schöne Ausnahme. Wir werden angegriffen, unsere Autos werden angezündet, unsere Wohnungen beschmiert. Ja, das ist hart. Und es wird der Druck noch steigen. Zumal, weil unsere Prozente wieder steigen. Dann steigt auch bewusst der Druck. Aber, liebe Freunde, denkt immer an eins.
In der Wahlkabine seid ihr ganz allein. Da guckt niemand, wie ihr abstimmt, und da steht niemand hinter euch. Und deswegen kann ich nur deutlich sagen, in der Wahlkabine, wenn ihr ganz alleine seid, beide Stimmen AfD, damit dieses Land sich sinnvoll verändert und nicht wie die Regierenden es wollen. Danke. Genau, danke.